Herzlich willkommen wieder mal zu einem Games-Anwalt und damit zu der grandiosen Feststellung des Tages. Licht und Schatten liegen sehr eng oftmals beieinander. Licht wäre zum Beispiel im Falle von Grand Theft Auto 5, das gerade jetzt ja die neue Version für die Next Generation rausgekommen ist, mit grandioser Grafik, tolle Bewertungen überall und sogar Ego-Perspektive. Schöneres gibt's auch gar nicht. Und auf der anderen Seite der Schatten, nämlich GTA San Andreas. Die Leute, die das Ding vielleicht schon, das Spiel schon seit mehreren Jahren haben, 40 feststellen müssen, sie haben ein Update einspielen müssen über Steam und Musik war weg. 17 Stücke fehlen, unter anderem von Joe Cocker oder auch von Rage Against the Machine, einfach mal so aus dem entsprechenden Spiel entfernt. Das wäre ja fast so, liest man auch in den Foren, als wenn man sich ein schönes Buch gekauft hat vor 10 Jahren, 2005 vielleicht, und jetzt heute klingelt's draußen, da kommt der freundliche Buchverkäufer wieder vorbei und sagt sich, könnte ich noch mal ganz kurz, und dann macht er das hier. Und mach das hier, weil nämlich für die Seiten irgendwie die Lizenz inzwischen abhanden gekommen ist, ausgelaufen ist. Das legt er dann weg und das darf ich dann behalten. So ungefähr muss man sich so vorstellen, was da passiert ist. Die Hintergründe dabei sind wohl durchaus einigermaßen klar herauszubekommen. Es hat nämlich damit zu tun, dass wohl die Lieder, die in GTA San Andreas drin vorkommen, zumindest diese 17, die entsprechenden Lizenzen jetzt ausgelaufen sind. Nämlich üblicherweise hat man bei Spielen wohl Liederlizenzen nur so 7 bis 10 Jahre. Wenn man mehr will, wird es wohl deutlich teurer, um das zu bezahlen. Aber so schon kostet knapp sowas, ich glaube, ich hatte mal nachgelesen, 5.000 bis 30.000 kann so ein Lied kosten, dass dann man sich sagt, oh Gott, machen wir es doch ein bisschen kürzer. Wer spielt denn schon nach 10 Jahren noch unser Spiel? Also lassen wir das mit den Lizenzen doch nur bis dahin laufen. Ja, und nun hat also das Ganze zugeschlagen. Die Lizenzen sind weg und die Lieder auch. Vor einigen Jahren gab es das Ganze schon mal mit einem Michael Jackson Song bei diesem Spiel hier, nämlich Grand Theft Auto Vice City. Und da hat man es etwas eleganter gelöst. Da hat man die nicht rausgelöscht, sondern man hat einfach ein Re-Release gemacht. Das heißt, alle, die das Spiel schon hatten, konnten das weiterspielen mit den Liedern, die schon drin waren. Alle, die es neu kaufen wollten über Steam, die kriegten jetzt natürlich die Version ohne den Michael Jackson Song. Damit ist eigentlich auch alles sauber. Aber wie ist es denn mit der anderen Geschichte? Mit dem einfach mal rauslöschen. Dürfen die das? Diese Frage hat mich ereilt und ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Das, was wir hier haben, ist natürlich kein richtiger Kauf. Also wir kaufen nicht das Spiel über Steam, sondern wir kriegen eine Lizenz. Dafür gibt es eine Euler, also die entsprechenden Lizenzbedingungen. Die müssen wir abnicken. Da gibt es einmal die eben von Steam, von Valve, und auf der anderen Seite die von Rockstar. Und beide müssten wir also beachten, und da kann man natürlich viel rein interpretieren. Da gibt es jetzt Diskussionen, welche galten denn damals, was gilt heute. Da gibt es durchaus, zumindest heute, Formulierungen, die auch besagen, naja, man kann das kündigen, auch von Valve-Seite aus. Vielleicht könnte man sogar da rein interpretieren, dass auch Verschlechterungen der Software dann in solchen Fällen möglich sein könnten. Doch diese Frage kann meines Erachtens hier sogar dahin stehen, was denn mal galt oder nicht. Selbst wenn das da drin gestanden hätte, das wäre überraschend gewesen. Für den normalen Spieler ist es meines Erachtens nicht erkennbar gewesen, dass hier für diese Lieder die Lizenz denn nur für 7 bis 10 Jahre galt und dass die dann irgendwann weg sein sollen. Darauf wurde man nicht hingewiesen. Das war eigentlich zu dem Zeitpunkt, als ich das Spiel gekauft habe, schon klar. Damit war das etwas, was mir eigentlich damals schon explizit hätte mitgeteilt werden müssen und nicht eventuell nur verklausuliert in AGBs, / der Euler. Also halte ich das durchaus für möglich, dass man dagegen dann auch vorgehen könnte. Gegenargument könnte jetzt natürlich sein, naja, diese Lieder sind jetzt nicht spielbestimmend, damit ist das Spiel jetzt nicht völlig verändert worden, sondern es ist eigentlich nur so eine kleine Beigeschichte, nämlich das Radioprogramm läuft, während ich mit dem Auto längs fahre, ja, und dann spielt er jetzt eben andere Lieder oder eben mehrmals die, wo die Lizenzen noch da sind. Und damit ist eigentlich gar nicht das Spiel entsprechend so beeinflusst, dass man sagen könnte, das ist wirklich maßgeblich hier diese Änderung. Kleinere Änderungen muss man vielleicht dann auch sogar hinnehmen. Bei Patches passiert das ja auch durchaus öfter mal, dass man vielleicht dann Kleinigkeiten auch dann akzeptieren muss, wenn der Spielspaß als solches sich nicht ändert. Das ist natürlich eine Tatsachenfrage. Sind diese Lieder jetzt so wichtig, 17 Stück immerhin sind es, und das ja durchaus namenhafte, dass die gesamte Atmosphäre des Spiels deutlich leidet, oder ist das eigentlich mehr etwas, wo dann nur der Spezi das bei genauem Hinsehen dann entsprechend bemerkt?
merken würde. Das könnte noch die Frage sein, mit der man sich vor Gericht dann streiten könnte. Das Problem auch noch an der Geschichte ist natürlich, ja, man kriegt jetzt nicht riesige Beträge an Schadensersatz in solchen Fällen, wenn es denn durchgehen würde. Muss man ja auch noch fragen, wen verklagt man dann? Würde man gegen Valve vorgehen oder gegen Rockstar? Die grundlegende Euler, die liegt eben von Valve. Da würde man wahrscheinlich als dem Händler auch des Spiels als erstes dann gegen vorgehen. Und dann eben die Frage, was gibt's ja? Und maximal wahrscheinlich den Spielpreis zurück, wahrscheinlich sogar nur ein bisschen weniger, weil das Spiel auch nur ein bisschen schlechter ist, aber es ist ja weiterhin noch spielbar. Also maximal ja 20, 30, 40 Euro nach heutigem Preis vielleicht. Da gab's, das kann der ein oder andere vielleicht ja noch erinnern, mal einen anderen Fall. Nämlich ein ähnliches, ein bisschen ähnliches Problem gab's mal mit dem Kindle. Nämlich 2009, da hatte nämlich ein Mädel auf ihrem Kindle ein Buch und da stellte sich plötzlich raus, dass Amazon diese Rechte gar nicht an diesem Buch hatte und hat diese Bücher überall gelöscht auf den Kindles. Ist nicht schön. Dieses Mädel hatte jetzt in Anführungsstrichen das Glück, weshalb kommen wir gleich noch zu, dass sie nämlich damit wohl auch ihre Hausaufgaben gemacht hat für die Schule. Das heißt also, die waren jetzt weg, die ganzen Anmerkungen, und damit stand sie da blank vor der Lehrerin und kriegte wahrscheinlich irgendwie Probleme. Und deswegen ist sie dann gegen Amazon vorgegangen und man hat sich verglichen. Und das bedeutet, Amazon hat das erstmal akzeptiert, es hat aber nichts ein Urteil gegeben und $150,000 hat sie bekommen. Deswegen, weil sie ihre Hausaufgaben nicht zu Ende machen konnte. Das schon ordentlich, hat aber mit dem amerikanischen System auch zu tun. In Deutschland bekommt man in der Regel nur Schadensersatz. Das heißt, der Schaden, der mir auch passiert ist. Bei GTA San Andreas vielleicht, dass das Spiel eben weniger spielbar ist, beziehungsweise maximal den Kaufpreis des Spieles. Aber in Amerika, da gibt es noch diesen Punishment-Gedanken, dass man also versucht, denjenigen, der Unrecht getan hat, noch zu bestrafen. Und das Geld, was den bestrafen soll, das kriegt dann auch noch der, der den Schaden hatte. Und Strafe muss eben natürlich entsprechend hoch sein, wenn es ein großes Unternehmen ist wie Amazon. Deswegen gab es hier 150.000. Das heißt also, das wird es in Deutschland nicht geben. Die Besonderheit an der Geschichte ist übrigens noch, und das ist irgendwie, manchmal ist die Welt einfach auch witzig, dass es in diesem Fall um das Buch ging, 1984 von George Orwell. Ja, gut, okay. Einen anderen Fall gab es auch schon, das war glaube ich 2000 und ich habe es mir noch irgendwo notiert, ich glaube 2002, naja, weiß ich nicht genau, also schon länger her auf jeden Fall, Counter-Strike 1.6, nee, muss noch deutlich länger her sein, das Update dafür, auch über Steam, und da war das Problem, dass dann plötzlich bei Counter-Strike Bannerwerbung eingeblendet wurde. Also auch eine Verschlechterung aus Sicht der meisten Spieler. Auch da wurde, glaube ich, nicht viel gemacht. Jetzt wird man natürlich gucken, was passiert jetzt so? Wird das jetzt jemand angreifen? Theoretisch könnten natürlich wieder die Verbraucherschützer auch versuchen, dagegen vielleicht vorzugehen. Ob da was geplant ist, weiß ich nicht. Der Einzelne, wie gesagt, das wird sich wahrscheinlich kaum lohnen, deswegen jetzt so großen Aufruhr zu machen. Immerhin in den Foren von Steam bzw. von Valve gibt es wohl schon einiges an Unmutsbekundungen. Vielleicht bringt das ja was. Die Presse hat auch schon drüber berichtet, dass man vielleicht beim nächsten Mal mit offenen Karten aufs Spiel klar darauf hinweist, dass sowas gegebenenfalls mal nach einer gewissen Zeit wieder flöten geht oder man eben die Variante genommen hätte, wie sie bei Vice City gilt. Weil das, glaube ich, müsste eigentlich von solchen Lizenzbedingungen mit den Lead-Herstellern auch möglich gewesen sein, dass die nämlich einfach dann für zukünftige Releases dann die Lieder rausnehmen, für die alten allerdings noch drin bleiben. Aber nun ja, die Welt ist eben nicht immer gut und nicht immer gerecht, aber damit sie es wird, gibt es ja den Games-Anwalt. Also sehen wir uns natürlich bald wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss.